Muskelkraft statt Benzin, so könnte das Motto einer Veranstaltung auf dem Salzburgring lauten. Am 29. August werden dort nämlich bewegungshungrige Menschen statt den Motorsportlern ihre Runden drehen. Bei Ringfrei im Nesselgraben wartet ein vielfältiges Sportprogramm auf die körperlich aktiven Besucher. Es wird ein Tag des Sports und der Umwelt sein, der 29. August 2021. Denn an diesem Tag heißt es Ring frei. Salzburg rollt wieder, eine Veranstaltung, die es bereits gibt. Dieses Jahr aber unter neuen Namen und mit neuen Inhalten. Also du hast es gesagt, es wird Salzburg rollt wird ringfrei. Das heißt, wir haben das Ganze erweitert mit einem Laufbewerb, wo unter anderem auch der Peter Herzog vor Ort sein wird. Mit dem kann man sich messen. Es gibt ein tolles Rahmenprogramm mit Sommerbiathlon, mit Inline-Skating kann man sich ausborgen. Man kann Inline-Hockey kann man machen. Also da wird ein eigener Verein vor Ort sein und das präsentieren. Insgesamt sind es 9 Sportarten, die zum Spaß oder in Bewerben ausgeübt werden können. Salzburg Gold bzw. Ringfrei hat sich als Veranstaltung etabliert. Mir gefällt das Konzept total gut, speziell auch mit diesem Charakter Ringfrei, wo wirklich jedermann dann am Nachmittag kommen kann und den Ring befährt. Also ist mir ans Herz gewachsen und ist auch für mich was ich, wie gesagt, am Salzburgring in Zukunft einen Fixplatz hat und sicher von uns auch als Salzburgring stark gefördert wird. Aber Achtung, das Sicherheitskonzept des Veranstalters sieht eine verpflichtende Registrierung vor. Diese kann über die Homepage www.ring-frei.eu erfolgen. Ja, Corona ist eine Herausforderung. Ich bin unheimlich dankbar, dass es immer wieder Menschen gibt, die Verantwortung übernehmen, die uns helfen, in dieser schwierigen Zeit Veranstaltungen zu organisieren, damit der Sport stattfinden kann. Vor allem, ich denke an die Kinder und Jugendlichen, die eh so wenig Möglichkeiten haben und die einen gewissen Rahmen brauchen. Und diesen Rahmen finden sie da bei Ringfrei am Salzburgring vor. Ich finde es auch extrem wichtig, dass die Jugend zum Sport kommt. Deswegen mit dem Fun-Bereich, dass der jetzt wieder ausgebaut wird heuer. Das wird sicher eine coole Sache, dass die Kinder da verschiedene Sportarten ausprobieren können, sehen, Spaß haben und vielleicht doch mehr Bezug zum Sport wieder bekommen. Und ich glaube, das ist in der Zeit jetzt gerade das Wichtigste.